Stimmt es, dass der Antrieb der Zukunft mit Wasserstoff betrieben wird? In einem Brennstoffzellenfahrzeug wird Strom erzeugt, indem Wasserstoff mit der Luft reagiert und wieder zu Wasser wird. Die Energiedichte von Wasserstoff ist nur halb so groß wie bei Benzin, also auch die Reichweite. Der Wasserstoff ist nicht nur explosiv, sondern auch äußerst flüchtig. Der Tank muss daher sehr viel dichter sein als bei Benzin. Außerdem muss er mit Druck in den Tank gepresst werden. Etwas leichter geht es, wenn man den Wasserstoff herunterkühlt. An einer H2-Tankstelle muss man also immer warten, bis der Druck wieder ausreicht. Bislang existieren knapp 100 dieser Tankstellen in Deutschland, statistisch eine für je 10 Fuelcell-Autos. Schon für die Herstellung des Wasserstoffs, die Elektrolyse, bei der H2O-Moleküle in Sauerstoff, also O und Wasserstoff, getrennt werden, wendet man sehr viel Energie auf. Nur ein Drittel des primär gebrauchten Stroms landet gespeichert im Wasserstoff im Tank, gegenüber 90% beim Akku eines batterieelektrischen Autos. Übrigens fährt auch das H2-Auto nicht ohne Batterie, weil nämlich die Brennstoffzelle kein befriedigendes Drehmoment liefert. Bis Solaranlagen in der Wüste ausreichend günstig Wasserstoff nach Europa liefern, werden noch einige Jahre vergehen. Und dann wird das elektrische Auto nicht mehr zu verdrängen sein. Also, solange nicht der Strom aus erneuerbaren Energien im Überfluss vorhanden ist, stellt die Brennstoffzelle mit Wasserstoff keine Alternative dar, jedenfalls nicht im Pkw. Genaueres erfährt man auf der elektrischen Meile.